Straßen, Plätzen, utcákon, tereken, parkokban, temetőkben és múzeumokban, Bécsben, Ausztria szerte, európai és amerikai városokban egyaránt ott találjuk Fritz Wattruba műveit. Legtöbb szobra kőből készült. Egyszerű, monumentális kőből. Das Material für den Bildhauer ist der Stein. Der Stein ist uralt, unerschöpflich und noch immer voller Geheimnis. Stein ist vieles, kann vieles sein, unter anderem Architektur. Und schon in den Brüchen zeigen sich ungeheure, nie genützte Möglichkeiten. Die Steinbrüche legen fantastische architektonische Welten bloß und von hier müsste der Bildhauer den ersten Schritt tun. Für mich ist der Stein ein großes Geheimnis geblieben. Ich weiß, dass er trotz seiner Dichte, seiner Härte und seiner grausamen Eigenschaften noch vielen Lösungen, Formen offen bleibt. Auch wenn er sich nur schwer dem eigenen Willen beugt. Die Gewalt und Macht des Steines ist seine Masse, sein Gewicht und seine Dichte. Der Block, der Kubus sind Ausgangspunkte, zu denen eine Rückkehr immer möglich sein sollte. Der Sinn des direkt in den Steinhorns ist, durch diese selbstgewählte Beschränkung die Bildvorstellung in eine absolute Klarheit, Einfachheit und Einheit zu zwingen. Ich wurde am 23. April 1907 in Wien geboren. Mein Vater war ein Tscheche und meine Mutter, Marie, war eine Ungarin. 1926, Aufenthalt in der Schule Anton Hanaks, lerne dort Marianne Fleck kennen, die meine Frau wurde. 1928 entsteht der erste männliche Kaltsteintorso.
1934, die Februarunruhen zwingen mich, Österreich gemeinsam mit meiner Frau zu verlassen. Die Not ist sehr groß, von diesem Staat habe ich nichts zu hoffen. Wir gehen nach Zürich, hier arbeite ich bis zum Herbst. Die Jahre zwischen 1933 und 1938 sind wie ein Sack voll Ungeheuerlichkeiten und Kostbarem. Ein Pendeln zwischen dem Schmutz der Politik und der Schönheit von Dingen, die zu empfinden ich erst lerne. ...1938 dann Flucht in die Schweiz und 1945 Rückkehr nach Wien. 1951 stirbt Marianne. 1955 heirate ich Luzi Forell. Seit 1945 lebe und arbeite ich in Wien, welches kein Platz des reinen Pläsiers ist, dem ich aber treu bleibe, weil ich es für meine Arbeit nötig habe. So nötig wie der Fisch das Wasser. A bécsi Práter szélén állnak Votruba műhelyei. Eldugott kis kerten át vezet az út a műterembe. Nagy műterem, félig üzlet, félig múzeum. Maxi, a nyuszi, éppen most indul napi sétájára a mesterművek között. Egy új épületben lévő műterem a leendő Votruba Múzeum műveinek méltó helye lesz. A nagy műterem mellett található a tulajdonképpeni munkahely. Itt az új művek titkaiba beavatott egyetlen élőlény, egy Hanzi nevű csóka. Kis dolgozószoba nyílik a műteremből. A kikapcsolódás, a meditáció és az új tervek kidolgozásának színhelye.
E műterem épületben található a szobrásziskola, amelyet 1945 óta Votruba professzor vezet. Ein Professor der Kunst, das war für mich das lächerlichste, dümmste, ganz gegen mein Temperament. Und wenn Sie mich heute noch darüber fragen, so bin ich auch dieser Ansicht. Heute noch, ich bin es geblieben. Es ist nun so, dass es geborene Professoren gibt, vom Mutterleib her, und dass es solche gibt, die auch durch ein langes Leben und auch durch den Tod nicht überzeugt werden. Dazu gehöre ich. Ich halte Kunstschulen für überflüssig. Iskolája és tanítványai nemzetközi hírnévnek örvendenek. A tanítás kötetlen. Votruba nem erőlteti rá saját stílusát tanítványaira. Annál erősebben hat személyisége. Es gibt nur eine Chance für den jungen Mann, der Künstler werden will, wenn das überhaupt möglich ist, Künstler zu werden, weil man es will. Und das ist vieles zu sehen und direkt vom Objekt der Vergangenheit wie den gegenwärtigen Objekten, den eben entstandenen Werken der Meister, die man aber erkennen muss, zu lernen. Der Unterricht an den Akademien ist ein Unterricht für den Durchschnitt. Darüber müssen wir uns klar sein. Und wenn es eine Entschuldigung gibt, und die ist dann natürlich groß, dass die Akademie darüber hinaus noch sinnvoll ist, so tritt das dort ein, wo ein junger, begabter Mensch in die Hände eines Meisters gerät, von dem er gewinnt, was er braucht. Zur Entschuldigung möchte ich noch sagen, glaube, dass die jungen Menschen an mir hängen und dass sie mich brauchen oder sich das einbilden. Und ich glaube, dass ich gegen alle meine Vorstellungen und allen meinen jungen Hass von damals scheinbar kein schlechter Lehrer geworden bin. Relieffala, amelyet az 1958-as brüsszeli világkiállításra készített, nemzetközi sikert aratott. Robotok és csőemberek, szigorú mértani formákba rendezve. 30 év telt el a relief és korai műve a klasszikus harmonikus szépségű torzó keletkezése között. Es ist entstanden in meinem 19. 20. Lebensjahr in Wien, wo es als großes Vorbild der Skulptur zuletzt der Johann Strauss gegeben hat mit seinem Denkmal. Und das hier ist eigentlich die Revolution eines jungen Menschen, der Protest eines jungen Menschen, nichts anderes. Aber ein Protest, der, wie sich gezeigt hat, gültig geblieben ist für mich und meine Arbeit. Und der Vorwurf, ich hätte mich so sehr verändert, muss ich zurückweisen. Immer wieder kehre ich zu dieser Wurzel eines Torsos zurück. Diese Säulenfiguren, möchte ich sie nennen, sind entstanden doch aus dem Gefühl heraus, einen fest umrissenen Körper zu gestalten, etwas zu schaffen, das einen ganz harten, deutlichen Kontur in diese Welt setzt. Und es war wahrscheinlich eine Art Zwang zu einer strengen, manches Mal auch starren Form. Ich möchte sagen, es war und ist ein gewisses, unbewusstes moralisches Prinzip. Starre Masken. Merev maszkok, arctalan arcok. Egyre több absztrakt, pusztán mértani forma. Vajon milyen messze állnak ezek a korábbi portréktól? Es gibt nur 3-4 Porträts von mir. Das meiner Mutter, das meiner Frau, das ich nicht mein Porträt nennen möchte,
möchte das seine Vision nennen, die immer wiederkehrt, das von Musil eben und das von Martha Markov. Bei Musil habe ich mich total untergeordnet, möchte sagen untergeordnet. Bei meiner Mutter waren mir die Formen vertraut. Meine Frau erscheint einige Male immer wieder verändert, wechselnd. Und Martha Markov, da war ich fasziniert von diesem großen, flächigen Modell einer Landschaft des menschlichen Antlitzes, wenn Sie es so nennen wollen. Und heute wächst dieser Mann in diese Vision seiner eigenen Landschaft hinein. Votruba alkotásainak mindig az emberi alak a tárgya. Fekvő, ülő, álló emberek. Egyre jobban távolodva a természettől, a rideg érdes testiségtől, egyre közelebb kerül a szigorú geometriai formákhoz. Kockákhoz, hasábokhoz, hengerekhez. Négyszögletes vagy hengerformájú kövekből építi fel alakjait. Figurái, függetlenül tényleges nagyságuktól, egyre monumentálisabbak. Az architektonikus szerkezetet viszi át az emberi alakra, melynek átalakulása az oszlopfiguráktól a pillér alakzatokon át a rétegfigurákig folytatódik, akár egészen a felismerhetetlenségig. Die Werke von der letzten Schaffung
utolsó alkotói korszakának művei úgynevezett szoborarchitektúrák. Útja a szobrászattól az építészetig könnyen nyomon követhető reliefjein. Figuráin, melyek elválaszthatatlan egységet alkotnak a falblokkal, az egyes testrészek funkciója az építő elemekével azonos. A marburgi relieffal az emberi test tökéletes tektonizálása, kockákká, hasábokká, metszetekké való átformálása. Ivan der Vorsokratiker, das klingt akademisch literarisch und man kann sich zunächst nicht vorstellen, was das sein soll und in was ein Bildhauer sich da einlässt. Wie war das? Und was hat er sich darunter vorzustellen? Die Sache war viel einfacher, als Sie scheinbar annehmen. Erstens einmal stammt der Titel, die Vorsokratiker, nicht von mir. Das war auch nicht die Aufgabe, es war nicht das Thema. Das Thema war frei. A téma kötetlen volt. Relief egy egyetem számára. 32 méter hosszú, 3,5 méter magas, az egész csupa kő. Votruba így ír róla egy cikkében. Die Versuchung war groß, auf dieser gigantischen Fläche ein wildes, ungeheures Chaos entstehen zu lassen. Das halte ich für wichtig, das festzuhalten. Mit spärlichen Inseln der Ruhe, der Harmonie, vielleicht der Schönheit. Ebenso heftig war aber auch das Verlangen zu beweisen, dass in der Zurückhaltung, im Maß, in der Harmonie eine Kraft verborgen ist, die auch jetzt noch wirksam sein kann. Gigantomanie in der Kunst der Gegenwart entspringt zumeist der Schwäche, dem Unvermögen. Der letzte große und simple Sinn der Kunst ist immer im Geformten, im Klaren, überzeitlichen und Einfachen zu finden. Dieser Fries aus Stein ist der Versuch eines Bildhauers, mit den einfachsten Mitteln der Gestaltung wie Maß, Festumrisse der Form und mit dem alten unsterblichen Spiel von Licht und Schatten auf den Höhen und in den Tiefen des Steines sein ewiges Ziel, die Erweckung der scheinbar leblosen Materie zu erreichen. Votruba monumentális színpadképein tovább fejlődik szobor architektúrája. Fekvő és álló kockái, oszlopai, tömbjei, itt hatalmas épületekké, víziókká, városfalakká, templomokká, várakká, labirintusokká nőnek, és az emberek és istenek között zajló drámák hirdetőivé, hordozóivá válnak. Hier war mir die Gelegenheit gegeben, so etwas zu machen, aber nicht für jedes Theater. Das antike Theater, der große Stoff. Und natürlich ging es mir überhaupt nicht darum, was heute immer wieder gemacht wird, was, ich weiß nicht wer alles, immer wiederholt, bis in die hündische, möchte ich sagen, Unterwerfung vor dem historischen Kostümen, der historischen Landschaft, die schon längst nicht mehr stimmt natürlich. Ja. Ich will nicht eine Landschaft, ich will nicht eine Atmosphäre nachfühlen lassen, wie sie war, sondern ich will den Geist der Antike, wie ich ihn mir vorstelle, erzwingen. Aber für einen Menschen meiner Art kommt ja nur wiederum das große Theater in Frage. Das Theater, das alle Freiheiten gibt. Színpadi díszleteinek hatalmas tömbjeibe szereplői is belesimulnak és szinte szobrokká válnak. Jelmezeik megkövült drapériaként borítják be őket. Hajviseletük súlyos koronaként nehezedik rájuk.
Versuchung war für mich immer da, weil nichts verlockender ist, als Figuren, die statisch sind, in eine Bewegung zu versetzen, wenn auch nur in eine langsame. Und es ist auch nichts Verführerischer, wie menschliche Figuren so in die Gewalt zu bekommen, wie Marionetten. Vielleicht liegt das in meiner Natur. Ottober, was ist aus den exemplarischen Dingen, die Sie für die Bühne geschaffen haben, geworden? Wo sind sie jetzt? Wo werden die aufbewahrt? Aufbewahrt? In der Ewigkeit. In der großen Totenkammer der österreichischen Tradition. Sie sind vernichtet. Ist doch nicht möglich. Ja, das ist möglich. Sie sind alle vernichtet. Es gibt nichts mehr. Auch den Vorhang nicht mehr. Aber das ist ein echtes und wahres österreichisches, vielleicht auch Allerweltsschicksal. Kaum zu glauben. Es ist kaum zu glauben, aber ich glaube, wir sollten mit Humor ruhig weiterleben. Im Auftrag eine Kirche in Wien zu bauen. Ennek a templomnak a megépítésében a művész architektonikus szobrászati elvei jutnak érvényre. Mint szobrász, nem belülről kifelé tervezi meg a templomot, hanem fordítva. Szobrászati architektúra ez, amely bizonyítja, hogy Vatruba figurális elvei építészeti formákra is érvényesek. Man weiß, dass ich konfessionslos bin, aber das schließt, das ist eine altbekannte Tatsache, nicht aus, dass ich in einem uns allen unbekannten Sinn religiös sein kann. Ja, vielleicht ist überhaupt nichts denkbar ohne eine religiöse Bindung. Und das würde ich also in einem höheren Sinn für mich in Anspruch nehmen. Vatruba jó ideje foglalkozik egyházi épületek tervezésével is. A lucerni Szent Mihály plébánia templom kertjében áll egy bronzszobra, és az oltárt is ő tervezte. Weiterer Auftrag von der Gemeinde Bruchsal war die herzogliche Schlosskirche in diesem Ort Bruchsal mit einem Altar zu versehen und einen großen Kruzifixus, ungefähr 3 Meter groß, dort aufzustellen. Diese Arbeit hat mich nicht nur interessiert, sondern ich war zum Schluss fanatisiert davon. Und dieser Christus ist, glaube ich, anders geworden, als man ihn gemeinhin sich vorstellt. Aber das Christusproblem oder das Problem der geschundenen Kreatur, das ja das, ich möchte sagen, die Endstation der Christuslegende ist, das war für mich die Aufgabe. Und diese geschundene Kreatur, die missbrauchte, unverstandene, aber beleidigte und erniedrigte Kreatur, das ist ja etwas, was sich tagtäglich bei uns und in der ganzen Welt wiederholt. Dazu braucht es keine Konfession, wie nur die Erkenntnis, dass das eigentlich das Schicksal unseres Geschlechts ist. Und scheinbar wird es immer so bleiben. Das hat mich fanatisiert, dieses ständig immerwährende aktuelle Drama. Und wenn man einmal sagen kann,
Ich war engagiert, direkt engagiert, in einer Sache, die uns alle und jeden Moment angeht, dann war ich das hier, auch vor der Öffentlichkeit. In einer guten Skulptur... Egy jó szoborban egyesülnie kell a művészeti alkotás egyedülálló alkotó elemeinek, a barbárságnak és a kultúrának. A barbárság a kezdetek archaizmusa. Az egyiptomiak, az asztékok, a maják, az évezredekkel ezelőtti Európa. 20. századunk kultúrája az absztrakt, letisztult mértani formanyelv. E két alkotórész egyesül Wotruba műveiben, és ez szavatolja rangját és jelentőségét a nyugat kortárs művészetében. Zene Korényi Béla. Közreműködött Végvári Tamás. Fényképezte Gerhard Schwedl, Németh László és Said Manafi. Írta és rendezte Szőcs István. A magyar változat munkatársai: Győri Emőke, Pető Klára, Zsebényi Béla, Kun Márta, Mohácsi Emil. A magyar változat a Magyar Televízió megbízásából a Liget stúdióban készült.